Dass auf Kundenfeedback gehört wird, zeigt Yamaha mit der MT-09 sehr eindrucksvoll. Es ist das zweitwichtigste Motorrad in der MT-Serie und alleine in Europa wurde es bereits über 100.000 Mal in den letzten 10 Jahren verkauft. Das hier hinter mir ist die vierte Generation, die ein extremes Design-Update bekommen hat. Aber auch Komfort, Handling wurde geupdatet und ganz wichtig, smarter, unkomplizierter. Die drei Bausteine besprechen wir heute und wir fangen an mit dem wichtigsten zuerst, warum wir mehr Komfort und gleichzeitig auch mehr Kontrolle über das Motorrad haben. Komfort und Kontrolle ist das erste Thema aus meiner Sicht und hierbei kann man den Motor relativ schnell abhaken. 119 PS bei 10.000 Revs und über 90 Newtonmeter bei um die 7.000 Revs. Und da muss man ganz klar sagen, der Dreizack, der hier verbaut ist, ist ein Wahnsinnswuch geworden und er ist in der Vergangenheit auch einer der besten Motoren, die es am Markt gab. Dementsprechend hat sich da wenig getan. Eine große Änderung gibt es aber, zwischen dem dritten und sechsten Gang soll es smoother geworden sein. Das Getriebe wurde hierzu leicht überarbeitet, sie haben mir so erklärt, die Zahnräder greifen nun besser ineinander, aber nicht mit den Zacken klassisch, sondern mit den Noppen, die auf den Zahnrädern drauf sind, womit sie ineinander gesteckt sind. Das wurde neu gemacht und da kam jetzt eine Noppe dazu und damit soll es smoother funktionieren. Der Quickshifter funktioniert nach oben und unten natürlich und der ist auch smoother geworden. Dabei muss man ganz klar eins sagen, der funktioniert jetzt auch, während du Gas gibst, kannst du runterschalten und der Quickshifter arbeitet trotzdem mit. Das ist auch eine Neuerung. Transparenz haben muss man aber schon sagen, dass in gewissen Situationen das Schaltgefühl doch eher hart ist. Es ist aber jetzt, ehrlich gesagt, der Hamann auf höchstem Niveau und ein Quickshifter in Serie, wo gibt es das noch, außer bei der MT-09. Zählt zwar nicht unbedingt zu Komfort dazu, aber zum Erlebnis. Und das ist die Ansaugung, die haben sich auch überarbeitet. Wir haben jetzt deutlich besseren Sound als Fahrer. Aus einem Grund, hier kommt nur durch zwei Kanäle die Luftansaugung in den Luftfilter und vor allem ist es nach oben hin bei uns und damit hören wir auch extrem stark, wie es die Luft reinzieht und ein extrem kerniges Geräusch. Deutlich besserer Sound als bei der alten MT-09. Also overall haben sie in der Antriebseinheit mehr optimiert als wirklich verändert, hätte ich gesagt. Und da würde ich jetzt auch keinen Unterschied zur Vorgängerin spüren, bis auf vielleicht der Sound ein kleinen Deuten besser worden ist. Viel gravierender und deutlich stärker zu Komfort und Kontrolle tragen definitiv die Änderungen an der Sitzposition bei, beziehungsweise die Fahrwerksanpassungen, die vorgenommen wurden. Erstmals, wir sitzen deutlich sportlicher, supermotolastiger auf ihr drauf als bei der alten MT-09. Da war es schon ziemlich gerade und relativ stabil auch im Motorrad drinnen. Man hat sich darauf gut bewegen können, aber die Fußrastenanlage war dann durchaus etwas tief platziert und in gewissen Situationen waren die Beine auch weiter nach vorne. Das bedeutet für eins, es ist zugänglicher gewesen als das, was hier unter mir ist, denn ich bin 1,80, 1,83 und die Fußrastenanlage ist ja doch deutlich nach oben gewandert und ist zweifach verstellbar. Der Kniewinkel für mich ist noch okay und ich betone das noch, weil in dem Moment, wo du größer, keine Ahnung, als 1,90 bist, glaube ich, wird das Motorrad nicht mehr für dich passen. Für alle anderen wirst du aber schnell merken, dass du gut auf ihr klarkommst und gut sitzen kannst. Des Weiteren haben wir auch einen neuen Heckrahmen bekommen. Der bringt uns eins an kleineren Schrittbogen. Das heißt, man kommt als kleinerer Mensch leichter aufs Motorrad drauf und die Zugänglichkeit wird erhöht. Andererseits haben sie aber die Sitzhöhe bei 825 mm, ich blende sie ein, oder 58 mm, haben sie es gut platziert, so dass du runterkommst. Das heißt, alles unter 1,80, überhaupt kein Problem, nimm Platz, fahr los, hab einen Spaß, volle Freude, richtig geil. Alles über 1,90, unbedingt Probe sitzen, weil da kann es sein, dass der Kniewinkel dann zu eng wird. Der neue Heckrahmen bringt noch eine Änderung. Wir haben eine zweigeteilte Sitzbank und die ist jetzt viel gerader als bei der alten. Früher bist du bei der MT-09 immer so ein bisschen nach vorne gerutscht und jetzt haben wir eine gerade Sitzbank, auf der du einfach Platz nehmen kannst und der Sozius sitzt jetzt auch ein bisschen erhöht und nicht mehr wie in der Vergangenheit auf der gleichen Höhe wie du. Du kannst dich noch immer gut bewegen, du kannst auch immer sehr sportlich drauf sitzen, du kannst auch dich gut auf ihr bewegen, egal ob es dieses Touring-Fahren ist oder dieses
entspannte Landstraßen cruisen. Das funktioniert bei ihr. Tourentauglichkeit hat sich meines Erachtens nicht verbessert oder verschlechtert. Die ist gleich geblieben. Es macht mir jetzt einfach noch mehr Spaß und du hast einfach ein besseres Gefühl fürs Vorderrad bekommen durch diese neue Platzierung. Noch mehr am Vorderrad drauf, noch mehr Kontrolle. Und die Schräglagenfreiheit fand ich bei der alten ehrlich gesagt nicht schlecht und die ist jetzt noch besser natürlich. Aber ganz ehrlich, das war mir eigentlich egal, weil bei der alten war das auch fantastisch. Und die letzte große Anpassung, die noch dazugekommen ist, um die Sitzposition zu unterstreichen, ist der neue Tank, der deutlich flacher ist und der die Linie vom Motorrad dann stark verändert. Die sofort spürbar größte Veränderung für alle MT-09-Fahrer ist aber der Lenkeinschlag. In der Vergangenheit war es wirklich so, du brauchtest den ganzen Parkplatz, um wenden zu können und der Lenkeinschlag war immer nicht wirklich geil. Jetzt hast du noch immer einen Wendekreis wie mit einem deutschen Leopardpanzer, aber es ist schon ein Step angenehmer, mit dem Motorrad zu wenden und zu drehen. Gerade bei dem Rangieren, das funktioniert jetzt deutlich stärker und aus meiner Sicht auch gut so, wie sie es gemacht haben. Denn das war schon ein Thema für alle, die im Stand herumrangiert haben oder mal zurück in die Parklücke mussten. Ja, im falschen Moment rangieren, Sache Nummer. Das Fahrwerkssetup wurde natürlich auch angepasst an die Gegebenheiten und hierzu haben sie auf Kayaba zurückgegriffen, also vorne Kayaba, hinten Kayaba, einstellbar auch und ich muss sagen, einfach wahnsinnig gut. Also das Fahrwerk war in der Vergangenheit schon fantastisch, es ist jetzt auch noch immer fantastisch und genau das, was du brauchst. Preis-Leistung, es ist halt einfach Killer, dieses Motorrad. Egal ob es ein Schlagloch ist, dass es perfekt wegprügelt oder in der harten Kurve, wenn es einen Moment gibt, wo du Sicherheit willst, dann kannst du sicher sein, dass dieses Kayaba-Fahrwerk diese Sicherheit dir auch widerspiegelt und du dann in dem Moment auch einfach umlenken kannst. Wendig, agil ist sie, die eierlegende Wollmilchsau ist es an der Stelle auf jeden Fall. Da muss man aber aufpassen ein bisschen, denn eins ist auch klar, der Modellzyklus der MT-09 ist ziemlich kurz. Warum? Naja, weil es ziemlich viel Kritik gab in der Vergangenheit. Sie verkauft sich zwar gut, aber trotzdem gab es immer viele Kritikpunkte, aber da muss man sagen, das Fahrwerksthema ist eben nicht der größte Kritikpunkt. Ich glaube, da geht es eher in Richtung Optik und genau dorthin möchte ich jetzt mit euch springen zum Thema Design Upgrade. So, jetzt ist es Zeit, über die Optik der Yamaha MT-09 zu sprechen. Und das Gravierendste ist natürlich die Lichtmaske, aber die kommt auch mit einigen Themen daher. Zum Beispiel hat sie nun eine Linie mit der Tankform und man merkt auch die neue Form des Tankes hier deutlich stärker. Die neue Form bzw. die Veränderungen am Rahmen, die sieht man nicht unbedingt, aber natürlich sehr exponiert ist wieder unser Dreizack hier drunter. Der ist wahnsinnig gut, aber dazu habe ich im Video eh schon einiges gesagt. Das vordere Lichtmaskenmodell ist noch einmal besser geworden, auch wenn ich persönlich immer noch der größte Fan der zweiten Generation bin. Ich finde, die dritte Generation war jetzt am schlechtesten. Die vierte Generation, die jetzt heraus ist, das ist für mich eine echte Verbesserung zur letzten Thematik, weil es halt einfach wieder mehr ist. Aber hier, wenn das noch ein bisschen spitzer wäre, das noch ein bisschen mehr wie das MT-Logo sei, das wäre schon noch einmal ein Benefit für mich. Aber dafür ist natürlich hier jetzt durch diese Kombination das Licht deutlich stärker. Aber andere Hersteller zeigen, dass man in diesen Streifen auch sehr viel einbauen kann und der Kurvenlicht haben wir noch immer nicht. Dementsprechend, weiß ja nicht. Ansonsten muss man auch sagen, wenn man hier sich über das Motorrad drüber bewegt, merkt man natürlich, es gibt wieder die klassischen minzfarbenen Felgen. Es gibt natürlich wieder diese blaue Farbkombination, aber auch eine schwarze Farbkombination. Ebenfalls sehr stark merkt man den neuen Rahmen und wie stark hier auf die Schrittbogenreduzierung Wert gelegt wurde. Also hier geht es richtig rein und das hier ist unfassbar schmal geworden, aber auch sieht man dann hier, der Kupplungsdeckel ist sehr exponiert an dieser Stelle gebaut worden. Ansonsten Sozio-Sitz natürlich auch hier ganz einfach aufmachen und unter der Sozio-Sitzbank sieht man auch, der USB-Port ist hier vorne drin nicht da und jetzt können wir unser Handy dann, was zur Navigation benutzt wird, hier unten dann auch laden und verpackt lassen und wenn ihr dann nach hinten schaut, haben wir auch natürlich hier wieder noch einen langen Kennzeichenhalter, da gibt es was Kürzeres und natürlich hier das neue LED-Rücklicht, das
aus meiner Sicht eher überschaubar ist. Anyway, wir wollen natürlich noch ein bisschen starten und ins Menü reingehen. Dafür einfach Zündschlüssel rein, starten. Es ist relativ schnell im Hochfahren und man merkt auch hier in Lanzarote, wie viel Sand hier herumfliegt. Das ist alles schon dreckig, bevor es überhaupt losgeht. Akzeptieren wir mal und wir gehen hier raus. Und dann haben wir eben die neuen Möglichkeiten der ganzen Einstellbarkeiten. Das Display zum Beispiel, das ist relativ intuitiv auch, wir können hier bei der App Connection, Navigation, Musik, Phone, Notification, all das können wir ganz einfach einstellen. Wir können uns auch hier umschalten, also hier reinklicken und dann können wir hier uns die Range anschauen. 5,4 Liter auf 100 Kilometer aktuell und die Gesamttemperatur außen können wir uns auch anzeigen, 27 Grad, das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Jetzt kann man hier natürlich auch mal den Lenkeinschlag sehen und das Schöne ist, wenn man hier zurückschiebt, man merkt, es ist besser, aber es ist noch immer nicht auf dem Niveau von einem normalen Motorrad. Aber dafür ist es näher dran, dass es doch eine R9 geben wird. Und ihr seht schon, wenn ich das nach vorne schiebe hier, schieben wir rein, dann kann das auch funktionieren ohne irgendwelche Troubles. Der Lenkeinschlag ist sicher um 20-30% besser geworden, als das bei der Vorgängerin der Fall war. Jetzt hatte ich gesagt, springen wir zurück ins Fahren. Smarter und hochwertiger sollte die MT-09 ja auch werden. Und da hat Yamaha das allererste Mal ein Display umgesetzt, wie es alle Hersteller umsetzen müssten aus meiner Sicht. Ein großes TFT-Display mit einer Navigationsfunktion drauf und das nicht mit einer geschissenen Turn-by-Turn-Navigation, wo das Pfeilchen irgendwas anzeigt, sondern mit einer Karte, wo ich direkt sehe, wo ich hinfahre. Das Ganze kostenlos voraussichtlich, wie mir das erklärt wurde. Und ich schwör's euch, ihr seht es hier die ganze Zeit im Video, deswegen lasse ich es auch mitlaufen. Groß genug, dass ich in Städten und Co. navigieren kann. Ich habe eine Ganganzeige, ich habe eine Quickshifter-Anzeige, ob die ein oder aus ist, eine Uhrzeit, eine Kilometer-Anzeige. Da ist leider ein Sprung im Display, deswegen haben wir jetzt hier einen Kleber drüber gemacht. Fahrmodi, der während der Fahrt einfach adaptierbar ist. Gas zudreht, zack, Custom, Custom 1, Rain, Street und Sport. Muss man dann runterschalten. Darüber hinaus haben wir noch eine volle Tankanzeige und eine Kilometeranzeige. Man kann auch noch ein bisschen durchschalten, aber ich muss gestehen, ganz ehrlich, dieses Display spielt alle Stücke und ist das perfekte Display, was du beim Motorradfahren haben kannst. Da würde ich mir wirklich nichts erwünschen. Und auch ein Riesenkritikpunkt haben Sie endlich gehört, dieses unnötige Rädchen, das was immer hakelig und zart funktioniert hat. Das habe ich in jedem Video erwähnt, falls übrigens jemand sagt, ich lobe immer alles in den Tod. Ich habe in jedem Yamaha-Video dieses Rädchen erwähnt, dass es Arsch ist. Und jetzt haben wir ein komplett neues Bedienelement bekommen, das auch hochwertig aussieht und auch intuitiv funktioniert. Dafür muss man aber eins sagen, um die Fahrmodis und die ganzen elektronischen Themen, die neu dazugekommen sind, wie zum Beispiel die Motorschleppregelung oder die Motorbremse, wobei das eigentlich nur bei der SP ist und hier ist es ein anderes Detail, wurscht, klammern wir aus. Ich blende eine Matrix ein. Um das einzustellen, empfehle ich aber ein 6-jähriges Studium als Kommandant eines U-Bootes, das einen Torpedo ins Ziel stoßen soll, denn ganz ehrlich, es ist richtig zart. Das ist unintuitiv mit Nummern rauf, runter auf diesem kleinen Display. Unnötig. Aber, und da kommen wir zu dem Thema wieder Navigation und Smartheit. Sie haben Rideology, diese App, noch besser gemacht und du kannst nun diese Einstellung auch ganz einfach auf dem Handy vornehmen und nicht unnötig durch dieses Menü klicken. Darüber hinaus haben wir jetzt bei der Standardversion auch einen Tempomaten dazu bekommen, der auch richtig easy einstellbar ist. Draufdrückt, eingestellt, danke, wieder Schand. So, so machen wir es. Runter muss man drücken. Zap, fahren wir schon ohne irgendwelche Themen mit unserem Tempomaten durch Lanzarote. Stellt sich natürlich die Frage, für was braucht es noch eine SP-Version dazu? Anders mal mehr, wir haben sie im Sommer bei uns in der Redaktion auch, da kann ich zur SP noch ein bisschen was detaillierter sagen. Aber alles in allem ist die Ausstattung super geworden, es funktioniert unkompliziert und es ist auf einem echten Premium-Standard von Yamaha. Momental, wäre da nicht eine Kleinigkeit, die ich persönlich strange finde. Wenn du nur ein Motorrad fährst, wird es da nicht lang stören. Wenn du viele Motorräder fährst, wirst du denken so, was ist das? Der Blinkerschalter. Schaut euch diesen Oschi an. Das ist nicht klassisch so ein kleines Nopsal, sondern so ein großer Schalter, den du antippst, dann blinkt er
und du ihn wieder antippst, blinkt er nimmer, aber eben nicht wie die normalen Motorräder. Es ist ein bisschen zart. Wir haben eine Warnblinkfunktion. Wenn man ordentlich hart reinankern, dann leuchtet hinten alles auf. Wir haben darüber hinaus noch einen Warnblinker unter diesem Blinkerelement, aber es fühlt sich für mich nicht richtig an. Das kann aber auch sein, weil ich so viele Motorräder fahre und am Ende einfach schon ein gewisses Gewohnheitsbild habe, was für mich ein Blinkerschalter sein muss. Ist ja genauso, wie wenn ich eine Harley fahre, da stört mich das auch immer. Darunter haben wir noch eine Hupe, die muss man ehrlich gesagt auch ein bisschen suchen und sich dran gewöhnen, genauso wie den Warnblinkschalter daneben. Das ist ein bisschen Gewöhnungssache. Stellt sich die Frage, wie die Masse darauf reagiert. Ich bin kein großer Fan vom Blinkerschalter, aus den genannten Gründen. Erwähnenswert aus meiner Sicht ist noch die USB-Buchse, die sich unterm Sozius-Sitz befindet, aber ansonsten hat sich da wenig getan. Das letzte große Thema bei Smarter ist dann noch die 6-Achsen-IMU. Es ist natürlich alles schräglagenabhängig und diese 6-Achsen-IMU haben sie jetzt neu gemacht und kommt so direkt aus der R1 und wird jetzt auch in der MT09 verbaut. Anders sieht die Situation bei der Bremserei aus. Hier haben wir neue Bremspumpen bekommen, auch wieder aus der R1 wie in der Vergangenheit, aber eben ein neueres Modell, das jetzt noch mehr liefern soll, aber ich sage es euch auch ganz ehrlich hier, du spürst es nicht, du merkst es nicht, das ist halt einfach eine Bremspumpe, die gut funktioniert, aber auch in der Vergangenheit schon gut funktioniert hat, dementsprechend nicht der große Impact aus meiner Sicht, aber trotzdem, wenn man sich die Preis-Leistungs-Thematik ansieht, Brembo-Bremspumpe, ziemlich geil. Bremshebeleien und Kupplungshebeleien finde ich dann doch noch erwähnenswerter, weil hier gibt es eine große gravierende Verbesserung aus meiner Sicht. Sie haben in die Tasche gegriffen und auch hier drüben einen ordentlichen Bremshebel verbaut und die sind optisch auch identisch. Ich finde es immer so schlimm, wenn rechts der Brembo-Bremshebel drauf ist und dann links irgend so ein Kupplungshebel drauf ist, wo du noch mit Rädchen verdrehen musst auf uralt. Hier haben sie jetzt gesagt, okay, gleicher Mechanismus, rechts und links, das passt und funktioniert. Hier wurde auf die kleinen Details geachtet und das muss man einfach zu schätzen wissen aus meiner Sicht, denn das ist nicht selbstverständlich, weil es kostet ja alles ein Geld. Tja, und hier wird es jetzt mit den Ohren schlackern, denn die Preise sind wirklich fantastisch. Costa Quanta ist die große Frage und wir sind bei 11.199 Euro in Deutschland und 12.199 Euro in Österreich für ein unfassbar universell einsetzbares Motorrad. Dieses Motorrad hier hinter mir hat alle Punkte geupdatet bekommen, die mir wichtig waren, hat sich überall in jedem Punkt verbessert und auch das Design ist jetzt deutlich zugänglicher aus meiner Sicht und deutlich besser. Aber aufgepasst, für alle Leute, die in Österreich wohnen, es gibt aktuell die neuen MT09 Modelle, die 2022er und 2023 Modelle, die bei den Händlern stehen, stark reduziert. Also es lohnt sich vielleicht auch dort hinzuschauen und hinzugreifen. Denn natürlich, die 2024er Version ist besser geworden. Aber für alle diejenigen da draußen, die eine normale MT09 bis jetzt hatten, für die lohnt sich das Upgrade wohl nicht. Man muss aber auch sagen, so ein agiles, wendiges Bike mit so viel Leistung, 119 PS, um den Preis, das gibt es einfach faktisch nicht mehr. Und dementsprechend kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, der noch nicht von der MT09 überzeugt ist, mal eine Probefahrt zu machen. Denn der Dreizack hier drinnen zeigt ziemlich eindrucksvoll, was mit Motorrädern möglich ist, auch um kleines Geld mit hoher Qualität. Und wenn es dann mehr sein soll, gibt es noch immer die SP-Version und hierzu einige Eckpunkte, was da anders ist. Wir haben Brembos Dilemma dort, wir haben die EBM-Motorbremsregelung und natürlich eine Track-Ansicht. Wir haben eine Kayaba-Gabel und ein Öhlins-Federbein dort, das einfach einstellbar ist. Und natürlich noch Smart Keys. Eine kleine Ergänzung möchte ich hier beim Fahrwerk noch machen, weil am Ende des Tages war es dann doch ein bisschen schneller, über 130 km/h und hast richtig gemerkt, wie das Vorderrad immer leichter wurde und du eigentlich schon nach den Flügeln schreist, damit du vorne mehr Downforce bekommst bei höheren Geschwindigkeiten. Allgemein muss man sagen, ja, wir haben deutlich mehr Gewicht durch die neue Sitzposition am Vorderrad, aber es könnte doch noch ein Ticken mehr sein, damit du bei höheren Geschwindigkeiten nicht ganz zu schnell nervös wirst. Ich muss sagen, jammern auf höchstem Niveau und ich muss auch gestehen, Flügel würden dem Design vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht. Und was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. MT09 SP, dazu gibt es aber mehr im Laufe des Jahres. Und die MT09, die bleibt uns auch erhalten. Dementsprechend könnt ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren. In diesem Jahr gibt es einen großen Dauertester mit der MT09, also viele Videos dazu. Freut euch drauf. Mein Name ist Tom. Bitte euch!